Moin Leute, was geht ab? Tommy Lee Smith, zusammen wieder mit JR am Start nach unserer Jubiläumsfolge. Machen wir einfach so weiter. Moment, ich muss mich hier noch einstellen. Ja, das läuft. Ich klicke bei dir rein, nicht, dass du hier wieder Sachen änderst. Oh, er holt sich immer eine Sekunde raus. So, ich habe... Aha, wir sind also auf dem Niveau angelangt. Das passt mir ganz gut. So, ich hätte gerne mein Fahrrad wieder. Und genau, ich möchte surfen lernen. Damit ich mir zumindest mal ein Endhorn gönnen kann. Da ich noch nie, ich habe nicht gegoogelt, was man mit... Mit was? Was man anfangen kann mit... Quappo, habe ich jetzt mich gerade nicht drum gekümmert, leider. Mein Team ist voll. Ach, Mello. Jetzt bin ich vergiftet. Genau, ich kann hier noch das hier tauschen. Oh, sogar ernst, geil. Und still brauche ich eh nicht. Kann ich gegen Nidorina tauschen. Ach komm. Weißt du was? Den Gag gönne ich mir. Und ein Goldini habe ich auch bekommen. Goldini scheu. Das ist auch nicht so gut. Warum ich hier meine Box sortiere, ist auch gerade echt witzig. Warum mache ich das? Ergibt überhaupt keinen Sinn. Wir lachen das so. Quappo. Lass ich mal als Backup hin, weil ich finde ihn eigentlich ziemlich geil. So, dann mache ich das so eben. Hole ich mir eben zwei Pokédex-Einträge. Und dann mache ich mir direkt einen Nidoqueen. Einmal gut und einmal doof. Ein Nidoman und ein Ridonina. Ich will fliegen. Ich muss beide mal nicht mehr brauchen. Ich muss Orania City. Ist okay, ja. Ich hab's. Boosh. Hör auf hier rumzuwirbeln mit deinem Fuß. Jetzt beiß ich da rein. Das macht mich nervös. Ich kann auch nochmal nach meinem Pixie gucken. Oh, interessant, der Buddy von Professor Eich, der steht da einfach die ganze Zeit rum. Andersrum ist halt besser, weil der Nidoman wesentlich stärker ist, ne? Also hier, der Nidoking hat, glaube ich, ist Solo oder so, was eins seiner besten Wesen ist. Oh, jetzt komm schon. Was hast? Ja, Bugs. Endlich. So, komm. Einmal Rauchwolke abgekriegt und trifft nichts mehr, ne? Ja, das ist so der Klasse. Du hast ja genau das andere umgemacht. Ich finde auch die Namen doof. Ganz ehrlich, der eine heißt, also Pantimos heißt Moses Schmusi und die heißt Nidoman und... Rido Nino und so, das. Da sagt sich jeder, ja, das möchte ich mir unbedingt in den Schrank stellen. Ja. Yeah. Finde ich gut so, lassen wir das. Das war nicht so schlau, da lang zu laufen. Egal. Ja, genau, wo ich gerade schon hier bin, kriege ich hier nicht auch Austausch oder so? Wenn wir schon mal hier sind. Oder wenn ich mal die ganzen Einträge habe, weil wir brauchen ja 60, ne? Da kann man besser früh mit damit anfangen. Die nächste 30er Folge machen wir dann auch wieder live. Guck hier, ich krieg Musch aus und nichts da. Haben wir das jetzt auch geklärt? Ja. Ist auch fair. Wie kriegen wir ihn kaputt? Du bist jetzt am Start. Flieg ihn kaputt. Oha. Polente wurde besiegt. Ja, ich will nächstes Pokémon einsetzen, denn ich will das Vieh fangen. Musches. Siehst du schön aus. Hat sich ja Gott sei Dank die Verteidigung gepimpt. Ich hab Schlaf. Was ist los? Ich hasse Schlaf, Bruder. Ich hasse. Du musst es ja nicht wissen. Was für ein unqualifizierter Kommentar kann auch nur verlieren können.
Mädchen ist da. Jawohl. Mushas ist auch. Sicher. Jetzt denke ich auch endlich mal dran, mir neue Pokéballs zu kaufen. So, jetzt bist du ja nicht tot. Drecksvieh. Pokéballs, wie viel hättest du gern? 99. Oh, du hast ein bisschen Geld, ne? Kannst du ja zwei DMs kaufen. Bis gerade eben, ja. Jetzt habe ich 99 Pokébälle. 99 Pokéballs! Auf dem Weg zum Horizont! Hielt man vor UFOs aus Genghis Khan. Ach nee, das war wieder anders, ne? Ja. So. Hier muss ich noch Erdbeben beibringen. Dann noch irgendeinen Kampfkoloss lernt er ja auch. Kraftkoloss. Ja, aber was? Kampfkoloss ist jetzt hier. Genau. Kampfkoloss! Ja, das Geile hier ist halt, sobald du Nidoran. Weiblich hier, also auf deine ist das, ne? Da kriegst du halt das Stärkere, kriegst du optimales Wesen geschenkt. Mhm. Und spezielle EP dazu. Tatsächlich andersrum. Dann ist das nur auf der einen Edition. Was wollte ich noch? Das war's. Jetzt kommt die Schmiede mit seinem Nidoran. Ah, ich habe keinen Wasserstein. Das ist. Ach, stimmt, die aber kacke. So, Pokémon sammeln. Ah, Blattstein habe ich auch. Kannst du auf B drücken, vielleicht kannst du es ja noch verhindern. Hattest du nicht sogar Nidoman im letzten Run? Also der beiden? Mit optimalem Wesen geschenkt bekommen? Glaube ich nicht. Würde mich wundern. Nee, hier. Da ist das genau andersrum. Hier ist das Solo. Spieler muss aber echt leer. Ja. Oio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 
Ich weiß nicht, ob Scheu für den gut ist. Kann sogar, glaube ich, sein, dass Scheu für Blitzer tatsächlich gut wäre. Ich habe keine Ahnung. Scheu. Ich finde Blitzer nicht so gut, muss ich sagen. Also Flamara hat mir den Arsch gerettet. Flamara, muss ich sagen, finde ich gut. Ja, den muss halt alles beibringen. Das ist bei fast, also außer bei Aquana ist das bei allen beiden. Blitzer lernt auch einiges. Ja, eine harte Rakete, oder was? Und Donner auch. Ich meine, das muss dem auch alles beibringen. Egal, dann Ja, du suchst jetzt so lange, bis du was findest, oder? Ja. Okay. Ich habe immer das Glück, dass ich dann nie Vukanus kriege. So, 42. Da, Vukano. Level 20, oh, das ist schön. Und? Er hat keinen Bedroher, yes! Er hat hier diesen... Feuerfänger. Er hat Feuerfänger. Wenn du lieb bist, überlebst du das. Du bist Vukano, der schafft er eigentlich. Boah. Das schafft er, der ist Vukano, Mann. Das ist so stark, das Ding. So, war das denn? Guck mal. 103, leicht übertrieben. Ich hab 99 bekommen. Hast du A gedrückt? Nein, ich hab nichts gedrückt. Siehste? Schon mal, immerhin habe ich eins, ja, das ist, reicht mir schon mal vollkommen. So, Austausch. Die Perle, die kannst du gerne behalten. Wo packen wir Austausch? Strand, Tiefsee. 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 Er hat schon mal eine Frage hier, wäre. Zackhaft! Yeah, neutral! Feuerfänger neutral, boah, geil! Ja, dann sieht man sagen, ab in the Himmelbox! Das ist hier nur Teammitglied. Oder? Oder nicht? Ah, das sehen wir noch. Man musste dich halt entscheiden. Ja. Auch einmal noch alles hier wirklich durch, obwohl kein Pokémon da ist. Oh, ja. Ah, zackhaft ist eigentlich auch schon ziemlich gut, ne? Hä, mit dem Monet? Nö, keine Last. Die Frage ist, Vukano, wie spiele ich? Er hat halt, also ich kriege halt keinen Knirsch über ihn. Aber Vukano ist schon eigentlich ziemlich super. Ich prüfe das kurz, denn ich habe mehrere Vukano-Möglichkeiten. Turbo-Tempo, Flammenwurf, Knirscher oder Feuersturm. Also scheu und mäßig wäre bei ihm gut gewesen, aber das ist eigentlich nicht so gut. Stark auf ein zaghaftes Waffen. Hey, das ist neutral, was willst du mehr? Besser als wenn der irgendwie Spätz Angriff oder Spätz Verteidigung minus kriegt. Das war wieder wahr. Ohnehin Basiswert von 500 und 1000 Euro. Oh, zwei Einträge noch. Ah, stimmt. Dann habe ich 50. Komm, Hornio, du wirst mich retten.
Nee, ich hab sogar Computer schon. Siehst du, also B-Boy ist auch da. B-Boy ist schon fertig, ja. Oh, ich muss noch schnell einen finden. Da, hier, Pummelhof. Kickly! Nein, ich mach glaube ich Surfer, das geht voll klar. So, Knuddelhof, komm her. Bei den beiden. Wo gab's das zum Ausgang, ne? Wenn man rechts rausgeht, gab's den EP-Teil. Das Münzamulett gab's und hier links raus. So, Pummelhof habe ich schon mal. Mächtiges Körperlohr. Ja. Ich dachte, da finde ich Slimer drin. Nein. Irgendwie hat der was davon gelabert. Ja. Regentanz. So, gibt es hier noch was anderes? Noch ein Körperlohr halte ich nicht aus. So. So, wie viel Geld habe ich? Ich habe Geld. Sehr gut. Schon mal besser als kein Geld zu haben. So, Tasmania City, Eisschale. Jetzt. Ich mach hier Lachs so jetzt. Ich habe ja schon Herr, eins. Nein. Ja, Battle Top. Das reicht auf jeden Fall, dass er sein Level abbekommt. Ich glaube nicht. Wenn er den jetzt nur besiegt, das glaube ich nicht. Zwei Level von 8 bis 10. Ach so, ich dachte, du meinst Golbat. Nein. Ja, das ist klar. Warte mal, was ist 23? Donnerblitz, das ist Spukball oder was? 30? Ja. 35 Zusammenbruch, okay. Alter, es hat nicht gereicht. Wahnsinn. Haben wir sonst noch irgendwas Witziges? Können wir ja schon Schockwelle bei. Ach, ich kann ja gar nicht lernen. Was
versuchst Knife, ne? Pokémon, dass er eben seine paar letzten Poops-EP bekommt. Poops. So. Starmie. Sehr gut. Er hat jetzt auch alles. So. Rente, fünfte Arena. Ich kam. Sechste lasse ich aus. Damit ich mir schnell mal... Ernsthaft? Das dauert gerade so unfassbar lange. Ganz dezent, ja. So, endlich. Kadabra, Kadabra. So, mach ich jetzt hier fertig. So. Surfer tot. Ich würde mich wundern, wenn du überlebst. Steinentwicklung. Das haben sie aber in diesem Spiel gut gemacht. Du kriegst genauso viel Steine, dass du einmal alles entwickelt kriegst mit Mondsteinen, was geht. Also ich habe jetzt glaube ich nur einen Stein oder so. In dem Spiel gibt es bestimmt einige noch. Ins Amulett. Und Level 42, sehr geil. Oh, wieder drei Spitzangriffe, sehr gut. Ich glaube, so Willikat wäre ja auch gar nicht so schlecht. Der hat ja Finte. Und wenn die die ganze Zeit alle mit Psycho ankommen. Ich dachte, das wäre mehr so Gift und so. So. Frage, Fukano oder Quappo? Welchen von den beiden nutze ich? Ich finde beide. Hast du Feuer und Wasser? Quappo kannst du nicht als Wasser-Pokémon spielen. Immer noch nicht. Genau wie du mit Kapilz keine Pflanzen-Pokémon machen kannst. Auch bei alle erzählt es mir immer. Die sehen nur den Typ und dann schalten die das Gehirn aus. Also die Peter hätte ich jetzt auch gerne. Die ganze Zeit mit Starmie alles wegrotzen und so. Das muss halt Fukano richtig hart nachziehen, ne? Aber er ist halt schon, also mit Feuerfänger echt gut dabei, ne? Und, aber Quappo braucht wesentlich weniger EP. Ja, frech. Aquabo ist ein Kampf. So toll kann die Kampfattacke gar nicht sein. Power Punch, Überroller, Fußkick. Ja, Überroller lernt er von alleine. Ich frag mal eben.
Oh, das ist lame. So kann man Protzer lernen. Durchbruch dazu. Mega lieb, mega Kick. Wenn ich jetzt nicht drin bin, muss ich. Hör ja auch so rumzuhebeln, das nervt. Nö, das macht Spaß. Oh, boah, das ist geil. Wow, unglaublichen Ein. Eisenschweif kann ich Arcani lernen. Ich habe einen Bissen, der ist komplett tot. Was ist denn? Frage ist, wann soll ich den entwickeln? Musst du ja dann an deinem späteren Moveset musst du ja denken, ne? Wenn du ihm eh alles beibringst. Mal ein bisschen ab. Items hier verschwenden. Wieso habe ich dich vorhin so nicht mitgedacht? Guckst du gleich mal auf die Uhr? Mhm. Was mache ich? Das. Komm, steig zurück. Oh, schade. Weißt du gar nicht, was das Bild hier drin ist? Meditation. Zwei Minuten habe ich noch. Ja, was ist denn? Oh, ich mache jetzt zweimal Meditation und wird dadurch trotzdem weggeklatscht. Also ich möchte lieber Arcani behalten, weil Arcani das schönere Pokémon ist. Hey, sag mal, jetzt kommst du auf Schuh. Ja. Kaffkolas! Und er wird halt was weiß, was kommt denn? Doppelkick. Ja. Kaffkolas! Der sieht hier doof aus. Alter, das ist doch scheißegal, wie die aussehen, wenn die alles wegrotzen. Das ist 9 Stunden 30. Das wäre doch ein Bump. Nein, du hast doch. Geh die aufheilen, oder? Jetzt hast du ja auch 4 Teammitglieder, oder? Ich guck. So, genau 50. Wir haben die Folge geschafft. Jo. Kaffkolas. Kaffkolas, genau. Ja, du stehst da, ich stehe da. Würde ich sagen, schalte beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, haut rein, Leute, und tschö, tschö.